Es war ein wunderschöner Montagmorgen. Die Sonne schob sich gemächlich über die Dächer. In den Bäumen zwitscherten die Vögel, die Menschen krochen langsam aus ihren Betten und so weiter und so fort. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann Märchen. Ich habe meinen Kindern gerne Märchen vorgelesen. Aber heute im Gottesdienst, in der Stunde des Höchsten, im Fernsehgottesdienst der Zieglerschen, geht es nicht um Märchen. Heute geht es um das Wort Gottes. Und das ist bezeugt, das ist wahr. Und das kann Menschenleben verändern. Für dieses Wort Gottes setzt sich auch Pfarrer Ulrich Parzani ein, der heute zu Gast ist bei uns im Gottesdienst. Freuen Sie sich auf einen ganz interessanten Menschen, bei dem wir mal hinter die Kulissen schauen wollen. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst miteinander feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sein Wort ist wahr. Kein Märchen. Singen Sie mit, stimmen Sie ein in ein erstes fröhliches Lied über Gottes Güte. Ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam beten mit Worten von einem Psalm Davids, Psalm 138. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich. Der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heiliger Gott, wir feiern diesen Gottesdienst in deinem Namen, weil mit deinem Namen Heil und Segen verbunden ist. Weil in deinem Namen die Rettung ist. In deinem Namen tun sich neue Perspektiven auf. In deinem Namen kommt zu uns, was uns sonst keiner geben kann. Wir feiern diesen Gottesdienst, weil wir wissen, dein Wort ist wahr
Kein Märchen aus vergangenen Zeiten, sondern lebendiges, kräftiges Wort Gottes. Rede zu uns, Herr. Wir wollen hören. In Jesu Namen. Amen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium 22, die Verse 31 bis 34. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin etwas aufgeregt, denn er hat mich sehr geprägt. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Zu Gast ist heute in der Stunde des Höchsten Pfarrer Ulrich Parzani, unser Wilhelm Busch zum Glauben gekommen, nachher Billy Graham beerbt in Sachen Pro-Christ. Er war lange Zeit für Hunderttausende von Jugendlichen in Deutschland als CVJM-Generalsekretär verantwortlich. Er hat selber drei Kinder, ist verheiratet mit einer Lehrerin. Und ich freue mich einfach, dass er da ist. Herzlich willkommen, Herr Parzani. Danke für die Einladung. Mit einer Lehrerin verheiratet. Das ist gut. Besonders schwierige Fälle brauchen dann 1:1 Behandlung. Deshalb ist die dann aus dem Beruf ausgeschaltet, hat sich ganz einem schwer erziehbaren Fall gewidmet, mit bescheidenem Erfolg allerdings. Also das wollte ich Sie fragen. Wer hat das letzte Wort, die Lehrende oder der Glaubende? Das ist eine nicht zu beantwortende Alternative. Nein, das ist, ich wäre töricht, wenn ich auf das Wort meiner Frau nicht hören würde. Mhm. Sie lebt allerdings in dem Bewusstsein, dass ich ein störrischer Bock bin und allzu oft nicht höre, besonders wenn sie mir gesunde Lebensweisen empfiehlt. Und sie ist sehr besorgt und sehr liebevoll mit mir. Mhm. Und im Glauben sind wir sehr eins. Da sind wir unisono. Mhm. Und wir haben uns lieben gelernt, weil wir als Studenten eine gemeinsame, begeisterte Liebe für Jesus hatten und die gerne anderen Studenten an der Uni Göttingen weiterbringen wollten. Und über diesen gemeinsamen Dienst in der Studentenmission haben wir uns kennen und lieben gelernt. Wenn ich Pfarrfrauen beobachte von Kollegen, die vorne predigen, dann sitzen Pfarrfrauen oftmals so da, als ob sie sich schämen für das, was jetzt gerade vorne abläuft, oder als ob sie es kaum ertragen können, dass da vorne der Mann solche heiligen Worte spricht. Vielleicht deuten Sie nur die Geste falsch. Die beten inbrünstig, ja, dass der Herr sich jetzt erbarmt und dass das hilft. Also ich habe den Vorteil jedenfalls, dass ich meine Frau eine gesunde Kritikerin habe, aber eine sehr intensive Beterin und die auch eine Freundin der klaren Worte ist. Und das heißt, die saß nie so da, wenn Ulrich Parzani gepredigt hat? Nein, das muss ich nicht ertragen. Okay. Nein, nein, sie schaut mich an, wie man ja bei Predigt weiß, wer einem zuhört, schaut einen an. Ja, genau. Wenn die Leute einen nicht anschauen, hören sie einem nicht zu. Und meine Frau hat nie so weggeguckt. Wenn man die Welt der großen Prediger anguckt, da machen auch Ehescheidungen nicht Halt vor. Sie sind schon sehr lang verheiratet. Was hat Ihre Beziehung denn so lang aufrechterhalten? Die Gnade Gottes und die Vergebung der Sünden. Also, ich meine, ich habe ja sehr gezögert, ob ich überhaupt heiraten soll. Ich wollte ledig bleiben, nachdem ich meine Berufung erkannt hatte, dass ich vollzeitlich
werden soll, also Pastor werden soll. Mhm. Weil ich mir das schwer vorstellen könnte, wie das mit Familie und Ehe und Familie vereinbar ist. Denn ich habe mir ganz schlicht gesagt, so aus meiner Jugendarbeitserfahrung sage ich, ich will doch die Leute erreichen und dann, wenn sie nicht arbeiten, also in ihrer Freizeit. Das heißt, ich muss abends da sein, wenn sie frei haben, und ich muss an den Wochenenden da sein, wenn sie frei haben. Das sind die Zeiten, wo auch eine Familie dich fordert. Wie kann ich das übereinander bringen? Ich habe das oft genug beobachtet, dass das nicht so ganz einfach ist. Deshalb hatte ich eigentlich die Entscheidung getroffen, ich bleibe ledig, der Paulus hatte eine gute Idee. Mhm. Und dann im Studium habe ich mich verliebt in dieses Mädchen. Und wir haben das uns gegenseitig lange nicht eingestanden. Mhm. Aber wir hatten ja die Chance, auch uns zu beobachten, weil wir im Studentenkreis, wir hatten Leitungsverantwortung zusammen für ein Semester, für eine große Studentengruppe und ihre Arbeit in Göttingen an der Universität. Mhm. Das ist eine ideale Möglichkeit, sich kennenzulernen. Aber wir haben uns nicht gebeichtet gegenseitig, was wir füreinander empfinden. Mhm. Und dann aber haben wir das so geklärt, so eine kuriose Geschichte, gehört aber nicht hierhin, dass ich sie gefragt habe, ob sie sich vorstellen könnte, mit einem Mann verheiratet zu sein, der abends selten und sonntags nie zu Hause ist. Mhm. Und das hat sie dann bedacht und auch bejaht. Mhm. Und wir wussten das, sie hat eine Berufung, sie war Lehrerin, eine hochbegabte Lehrerin. Sie hat immer dann in der Gemeinde ehrenamtlich gearbeitet, weil sie eine phänomenale Begabung hat, mhm, für Seelsorge und für Gesprächskreise. Das war ja das Terrain, in dem wir uns kennenlernen, mhm, Studentengesprächskreise. Das ist bis heute ihre große Begeisterung. Die hat immer mindestens zwei solcher Bibelkreise, Gesprächskreise geleitet. Und wir waren uns einig, wir haben eine gemeinsame Lebensberufung. Ich hätte nicht Prediger sein können, wenn ich nicht gewusst hätte, meine Frau steht ganz und gar zu diesem Dienst. Und ich habe das, was Gott in ihr Leben gelebt hat, an eigenständigem Dienst. Das war ganz wichtig zu wissen, dass man keine Frau hat, die zu Hause sitzt und brummt, weil man jetzt wieder weg ist. Das erträgst du ja nicht. Ne? Mhm. Also, dass sie mich ertragen hat, finde ich, ist eine große Gnade Gottes. Mhm. Und das Geheimnis ist nur, also ich glaube nicht, dass ich viel dazu beigetragen habe. Denn anders als vermutet, bin ich nicht so ein guter Kommunikator zu Hause. Mhm. Meine Frau muss das dann manchmal anderen erklären und sagen, also der redet zwar außen viel, aber zu Hause ist er sehr schweigsam. Mhm. Ja, ja. Neue das Seite, ist ja Uli Pazani. Eigentlich gefährlich für jede Beziehung, wie wir wissen. Ne? Zurück von Ihrer Frau und Ihrer Ehe zu Ihnen. Sie haben Wilhelm Busch beerbt als Chef vom Weigle-Haus in Essen. Sie haben dann Billy Graham beerbt. Wenn man in solche Fußstapfen tritt, ist man dann eine eigene Persönlichkeit oder wird man oft auch eine Kopie? Sie predigen ja auch wie ein Maschinengewehr Gottes, so wie Billy Graham. Also ich kann beides nicht bestätigen. Ich habe weder Wilhelm Busch noch Billy Graham geerbt. Das ist alles Schuhnummern zu groß. Mhm. Wilhelm Busch hat selber dafür gesorgt, dass ich in seine Nachfolge kam. Ich war nicht sein direkter Nachfolger. Mhm. Herbert Demmer war der direkte Nachfolger 5 Jahre lang, spätere Vizepräsident der Westfälischen Kirche. Sehr enger Freund von Wilhelm Busch. Wir waren auch eng befreundet. Aber wir haben von Anfang an das so geplant. Wilhelm Busch wollte mich dann auch in diese Arbeit haben. Mhm. Das war seine Sicht der Dinge. Ich konnte dem Anfang überhaupt nicht zustimmen. Ich hatte Angst davor, gerade weil sowohl er wie auch Herbert Demmer hatten ein ganz anderes Kaliber, sowohl intellektuell wie vom Charisma als ich. Und ich habe gedacht, ich habe nicht den Ehrgeiz, eine Arbeit zu ruinieren, die ich so sehr schätze und liebe. Insofern ist das eine ziemliche Hypothek, sage ich mal. Aber ich war dann doch der Berufung gewiss und habe gesagt, ich will Schritte des Gehorsams gehen. Mhm. Gott muss beweisen, dass er mich nicht hängen lässt, und er hat das sehr gnädig getan. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch, ich habe in Dankbarkeit ganz viel von Wilhelm Busch gelernt. Und ich habe sicherlich auch unwillkürlich ihn nachgeahmt, aber man lernt nur durch Nachahmung. Mhm. Und dann wie so ein Schreiner, ne? Oder als ich so Praktikum gemacht habe in der Metallverarbeitung und feilen lernen sollte, habe ich das gemerkt, du siehst das jemand, der das kann, wie das geht, und dann übst du das, das tut dir weh und Wochen, das ist alles krumm. Und nur durch Nachahmen lernst du das, aber je mehr du das dann selber machst, entwickelst du auch deine eigene Weise. Natürlich habe ich meinen eigenen Stil entwickelt und ich habe gerne gelernt von anderen Predigern. Es ist nicht nur Billy Graham, das ist... Ah, ja, ich habe ihn auch geschätzt und geliebt. Bei Billy Graham habe ich vor allen Dingen
Weil in der Zeit, in der ich ihn persönlich kennenlernte und mit ihm arbeite, das hat mich richtig überwältigt, was für ein schlichter, demütiger Mensch das war. Ganz anders als so die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Er hatte eine große Sorge, dass er den Aufgaben nicht gerecht wird oder dass er Gott die Ehre nimmt. Und wenn man so dicht dran ist, dass das Vorrecht hat, so dicht dran zu sein bei solchen Leuten, das hat mich gelehrt, zu sagen, Gott will aus dir keine Kopie machen. Und wenn du in ähnliche Aufgaben berufen wirst, Billy Graham hat Champions League gespielt, wir haben alle nur Kreisklasse gemacht. Ich meine, deshalb darf man das bitte nicht so direkt in Beziehung setzen. Aber wenn man in ähnliche Dienste kommt, dann gibt Gott einem die Freiheit zu sagen, ich brauche dich mit deinen Gaben und deinen Grenzen. Du musst dich nicht messen an dem, was andere können. Das habe ich als entscheidende Befreiung in meinem Leben erlebt. Sonst hätte ich nicht fröhlich meinen Dienst tun können. Sie sprechen von Liebe und Leidenschaft. Viele Bischöfe, die kriegen Schnappatmung, wenn sie von Ulrich Parzani hören. Ist das sie, so? Sie haben wenig Liebe und Leidenschaft gerade zur Kirche, obwohl Sie noch Pfarrer sind der evangelischen Kirche in Deutschland. Warum? Doch. Ich habe, die Kirche ist für mich die Gemeinschaft all derer, die an Jesus glauben, weltweit, in allen Kulturen, in allen Prägungen, in allen Sprachen. Und die natürlich auch konkrete Ausformungen jeweils vor Ort hat. Und eine Ausformung ist historisch gewachsen, sie die evangelischen Kirchen in Deutschland, Landeskirchen. Was eine Landeskirche ist, das kannst du in der ganzen Welt den Leuten ja kaum erklären. Es ist historisch gewachsen, so diese Mischung aus Staatsreligion und so, wie das geworden ist. Gut, und ich bin in dieser Kirche zum Glauben an Jesus gekommen und das ist ein Arbeitsfeld, ein Riesenarbeitsfeld für mich. Deshalb bin ich da gerne drin, aber ich sehe, weil ich es von innen kenne und auch schätze, sehe ich natürlich die Defizite und die verpassten Chancen über die Maßen. Und um dieses alte lateinische Grundwort zu zitieren, Ecclesia Semper Reformanda, eine Kirche muss immer reformiert, verändert werden. Ja, deshalb wundere ich mich, dass das als negativ angesehen ist, wenn ich der Kritik sage, man kann sich doch nicht damit abfinden, dass wir wunderbare alte Kirchen haben und die sind leer. Man kann sich doch nicht damit abfinden, dass 96% der Mitglieder der evangelischen Kirche in keinen Gottesdienst gehen, sind weniger als 4% an jedem Sonntag. Das kann man doch nicht kalt lassen. Da muss doch irgendwas falsch sein. Und da muss man doch sein, das sind nicht Formalitäten, das sind nicht Äußerlichkeiten, sondern es geht an die Substanz dabei. Denn wo der lebendige Gott redet und wo wir Jesus verkündigen, wo der Heilige Geist wirkt, da kommen Menschen zum Glauben und da entsteht Gemeinde und da wächst Gemeinde. Das sehe ich an so vielen Stellen innerhalb der evangelischen Kirche, aber auch außerhalb. Und das auszudrücken und darum zu kämpfen und zu ringen, wir finden uns nicht ab mit dem Zustand, der da ist. Ja, das muss doch sein. Wer da Schnappatmung bekommt, das habe ich wenig Mitleid. Ich könnte noch 1000 Fragen stellen. Ein ganz spannender Gesprächspartner. Vielen herzlichen Dank. Zwei letzte Fragen. Jahrgang 41. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir dahin. Angst vor dem Ende? Nein, ich habe Sehnsucht danach. Ich bete jeden Tag. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Ich möchte nicht verblöden, ich möchte vom Ziel her denken. Und dann bete ich sehr gerne den Satz aus dem Psalm 17. Ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich will satt werden an deinem Bilde, wenn ich erwache. Darauf freue ich mich. Und ich erlebe immer mehr, dass das mir auch eine enorme Zuversicht für meine Tage jetzt gibt. Ich lebe jeden Tag mit Freude und so meine Kräfte reichen, schaffe ich eine ganze Menge und tue das gerne und quäle mich dann auch gerne, obwohl man im Alter schon mehr merkt, wie einem das in die Kräfte geht. Aber das finde ich diese spannende Balance, dass ich mit Zuversicht jetzt leben kann. Dass in Jesus habe ich hier das beste Leben und sterbe ich, werde mir ein besseres geben. Stand auf der Todesanzeige meines geistlichen Vaters Wilhelm Busch. Das ist das Motto.
Und das fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Ist Ihnen die Zeit zu schnell durch die Finger gerannt im Rückblick? Habe ich eigentlich nicht. Ich meine, mir geht oft durch den Kopf, dass ich noch viel mehr lernen möchte. Das ist verrückt. Ich könnte 3 Studien draufsetzen. Ich lese Bücher wie verrückt. Ich verschlinge das. Ich möchte immer noch etwas mehr lernen, auch die Zeit neu verstehen und nutze den ganzen elektronischen Kram als eine Wahnsinnsmöglichkeit, mein Hirn zu füttern und besser orientiert zu sein, besser zu verstehen, die Komplexität der Dinge. Aber ich finde, es gehört auch dazu, dass wir sagen, Gott sei Dank muss ich nicht alles tun. Sondern wir haben ein Bruchstück, ein Puzzleteilchen und nichts ist vergeblich. Und der Herr vollendet das. Und er sorgt dafür, dass das ganz wird. Und deshalb finde ich, es gibt auch eine Gelassenheit, mit dem Bruchstück zu leben. Ja. Spannende Antworten. Ein spannender, gesegneter Mensch. Wenn Sie Fragen haben zu Frau Ulrich Parzani, schreiben Sie uns gerne. Wir leiten Ihre Fragen weiter. Ich danke ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und eine lange Schaffenszeit. Wie lange? Wieder Sie? Das bestimmt Gott, Gott sei Dank. Alles ist in seiner Hand. Bestimmt. Gott befohlen, Herr Parzani. Gottes Vielen Segen Dank. Für euren Dienst hier. Das kennen Sie vermutlich, das ist ein Maßband, ein ganz nobles Maßband, 150 cm. Nehmen wir heute mal an, das sei ein Lebensmaßband, also 1 cm für ein Lebensjahr von uns. Kürzen wir es mal auf realistische Maße. Eine Frau, so sagt die Statistik, lebt ungefähr 84 Jahre lang. Wir Männer ein paar Jahre weniger, wir bringen es auf immerhin 76 Jahre. Aber das ist es dann auch. Das ist unser Leben. Mit Höhen und Tiefen, mit manchen Schwingungen, mit manchen Dingen, die im roten Bereich sind, aber auch vielem, was im grünen Bereich ist. Jetzt geht es aber weiter, dieses Spiel mit dem Lebensmaßband. Ich gehe mal von mir selber aus. Oder darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? Nehmen wir mal an, Sie sind 56 Jahre alt. Dann schneiden wir hier bei 56. Und wissen Sie was? Das ist ihr Leben bisher gewesen, 56 lange Jahre. Und das ist jetzt einfach vorbei. Und was ist das? Das sind die Jahre, die Ihnen noch bleiben, laut Statistik. Von heute bis zum Ende. Heute quasi beginnt der Rest Ihres Lebens. Zum einen wünsche ich Ihnen, dass alles in diesem Leben oder die meiste Zeit im grünen Bereich ist. Und zum anderen wünsche ich Ihnen natürlich, dass nicht alles so wellig und hügelig ist mit einem ständigen Auf und Ab, sondern dass es für Sie gut läuft. Für eines muss ich mich noch entschuldigen, nämlich dafür, dass ich Ihre wertvolle Lebenszeit, die bisher war, so einfach dahin geworfen habe. Nein, das, was bisher war, das ist nichts zum Wegwerfen.
Das ist das, was Sie bisher geschafft haben. Und wissen Sie was, deshalb müssten wir heute Abend eigentlich noch feiern. Einen Sekt aufmachen oder ein Glas Milch zusammen trinken. Wir müssten feiern, weil Sie so viel schon geschafft haben. Sie haben sich alle Mühe gegeben. Sie sind gut durchs Leben gekommen, durch das Auf und Ab, auch durch die roten Bereiche. Sie haben es geschafft. Darauf können Sie stolz sein. Sie dürfen dankbar sein. Und das sollten wir uns eigentlich immer wieder bewusst werden. Und das sollten wir uns bewusst machen. Das haben wir alle schon geschafft, Gott sei Dank. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass wir das gemeistert haben, dass wir Kinder großgezogen haben, dass sie jetzt selbstständig sind, dass sie eigene Familien haben, dass wir vielleicht schon Enkel haben, Kindeskinder. Und dass mit der Familie alles gut gegangen ist. Oder wo etwas eben im roten Bereich war, da haben sie es geschafft, dass es trotzdem weiterging. Sie sind zu beglückwünschen. Und das dürfen sie ganz bewusst auch so feiern und ihrem Gott dafür dankbar sein, dass schon so viel geschafft wurde. Und das hier, was macht das mit uns? So ein Stückchen Lebensband noch, so wenige Jahre, die uns noch bleiben. Ist das nicht viel zu wenig und lohnt sich das gar nicht so richtig? Wissen Sie was, ich möchte das deutlich sagen, das bleibt Ihnen, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Davon können Sie ausgehen, dass das Lebenszeit ist, die Ihnen von Gott geschenkt wird, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Diese Zeit bleibt Ihnen und die beginnt im Hier und Jetzt, im Heute. Das ist Ihre Zeit, die Sie haben, die Ihnen gehört, mit der Sie wuchern dürfen, wo Sie Ihre Gaben und Talente einbringen dürfen, um anderen Menschen zum Segen zu werden. Das haben Sie noch zur Verfügung. Das ist viel, das ist nicht wenig. Das ist ein Geschenk Gottes, das reicht. Ein Sprichwort sagt, du kannst deinem Leben nicht mehr Tage geben, aber du kannst deinen Tagen mehr Leben geben. Im Buch Prediger heißt es mal, Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Ewigkeit ist nicht das Jenseits. Ewigkeit ist nicht eine Zeitlosigkeit. Sondern Ewigkeit meint im Hebräischen eigentlich Lebensqualität. Und wir können dieser Lebenszeit, die uns verbleibt, in der Tat mehr Lebensqualität geben. Alles, was ich von Jesus weiß, dient dazu, dass unsere Lebensqualität mehr wird. Nicht auf unterstem Niveau leben, nicht weit unter dem Durchschnitt. Sondern Lebensqualität, die nicht zu vergleichen ist, Lebensqualität, die nicht zu toppen ist, die in unser Leben kommt dadurch, dass wir versöhnt leben können, dass wir uns auch mal entschuldigen können, dass wir Frieden stiften und Frieden schließen können mit anderen, dass wir uns immer wieder neue Perspektiven von Gott schenken lassen, da wo wir meinen, es geht nichts mehr, da wo wir denken, nur das zählt, was wir glauben und erfahren haben. Nein, Lebensqualität kommt dadurch ins Leben, dass uns Gott neue Türen öffnet und dass immer wieder Überraschendes passiert. Nichts ist festgelegt, nichts ist verklemmt, nichts ist verbohrt. Leben mit Christus heißt, kommt Überraschung ins Leben und Überraschendes aus heiterem Himmel. Heute beginnt der erste Tag vom Rest deines Lebens. Und wissen Sie was? Ich finde das so tröstlich, dass auch für diesen Lebensabschnitt ein Wort genau in unsere Situation trifft. Nehmen Sie das für sich ganz persönlich. Ich will vor dir hergehen. Diese ganze Lebenszeit, die dir bleibt, ich will vor dir hergehen. So wie ich schon dein ganzes Leben vor dir hergegangen bin. Und ich will das Bergland eben machen. Ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen und will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich
bei deinem Namen ruft. Nehmen Sie das für sich ganz persönlich. Ich, der heilige Gott, will vor dir, Sabrina, vor dir, Tanja, Immanuel, vor dir, Gerlinde, vor dir, Doris, hergehen und will dich auf weites Land führen. Es bleibt Ihnen viel an Zeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Gott auf Ihrer Seite diese Zeit wunderbar nützen können und dass viel, viel Lebensqualität in diese Jahre kommt. Im Namen Jesu gehen Sie voran. Amen. Heilige Stille, heiliger Ort, heiliger Boden, heiliges Wort, heilige Ruhe, heilige Zeit, heilige Gaben, heiliger Geist, heilende Liebe, heilendes Herz, heilende Hoffnung, heilender Schmerz, heilende Hände, heilende Nacht, heilende Zuflucht, heilende Macht. Segne und behüte uns, gnädiger Gott, leuchte uns mit deinem Angesicht. Gnade für uns sei mit uns gnädig, bewahre uns den Frieden. Leuchte uns mit deinem Angesicht. Gnade für uns, sei mit uns gnädig. Bewahre uns den Frieden ewig. In den Märchenbüchern lesen wir immer wieder von Wundern. Aber da gehören die Wunder eben in die Welt der Märchen. Im Reich Gottes, da lesen wir auch von Wundern. Aber dieses Reich Gottes ereignet sich hier mitten unter uns. Deshalb dürfen wir mit Wundern rechnen. Und viele erzählen uns immer wieder von wunderbaren Gebetserhörungen. Deshalb beten wir, sich in unserer Situation und an unserer Situation etwas verändert und wir gestärkt werden. Lass uns füreinander und miteinander beten. Heiliger Gott, manchmal denken wir, so wenig Zeit bleibt uns noch, viel zu wenig Zeit und schon so viel Zeit vorbei. Guter Gott, so viel Zeit liegt noch vor uns. Du schenkst uns Zeit und unsere Zeit liegt in deinen Händen. Lass uns heute neu anfangen, beginnen neu zu denken und neue Wege zu gehen mit deinem Segen, mit ganz viel Gottvertrauen. Du willst uns überraschen auf unserem Weg. Du weißt, wozu unsere Jahre noch gut sind, die wir hier verbringen. Tu du Großes, wirke du an uns und durch uns. Danke dafür, heiliger Gott, Vater im Himmel. Gemeinsam wollen wir beten mit den Worten, die uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht auf eurem Weg unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch Frieden. Shalom. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schön, dass Sie mit uns gefeiert haben. Zum Abschluss noch folgende Informationen für Sie. Wir würden Sie gerne beschenken. Mit dem Lied, das wir gerade gemeinsam gesungen haben, Segne und behüte uns, gibt es auf CD-Card und die lassen wir Ihnen gerne zukommen. Den Gottesdienst gibt es auch auf DVD. Lassen Sie sich so eine DVD zuschicken, kostenlos. Dann können Sie den Gottesdienst auch an andere noch einmal weitergeben. Fast 500 Gottesdienste können Sie anschauen in unseren Mediatheken. Schauen Sie rein auf unsere Homepage und dort finden Sie alle Gottesdienste, alle Predigten und noch viel Neues und Interessantes aus unserer Fernsehgottesdienstarbeit. Danke, dass Sie ermöglichen, dass wir Woche für Woche Stunde des Höchsten drehen, aufnehmen und senden und mit Ihnen feiern. Das schaffen wir nur durch Ihre finanzielle Hilfe. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, hier in der Kapelle. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Bis dann, machen Sie es gut, Gott befohlen und auf Wiederfernsehen.